Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Hilfe! Wo hat denn der Serx an seine verdammte Tür hingebaut? Scheiße. Und damit ein. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dunkelheit. Hilfe! Das Problem ist, der Server hat gerade neu gestartet, weil der Patch 1.8.0 aufgespielt wurde. Jetzt wird es langsam hell. Meine Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit, so wie es aussieht. Und leider, leider, leider konnte ich danach nicht mehr einloggen. Weswegen mich Lutz gerade töten musste. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, hier muss doch irgendwo ein Ausgang sein eigentlich. Ah, alles klar. Okay. So. Gut, dann muss ich erstmal Lutz wieder aufsuchen. Wir waren ja gerade dabei, die Mauer zu bauen. Hallo, Taldur. Fuck! Alter! Mach nochmal, bitte. Er hat aber ganz schön Mundgeruch, der Gute. Ah, cool, cool, cool. Ja, Beam, komm mal zu mir, ich hab dein ganzes Zeug. Ja. Ich kann mich nämlich gerade nicht bewegen. Ich hab nur mal den. Ich hab nur mal den T-Rex Hallo gesagt. Jo. So, wie gesagt, ne, ich konnte nicht mal einloggen, deswegen musste mich Lutz töten. Das sind jetzt alles meine Sachen hier. So. Danach bauen wir die Mauer weiter. Mach nochmal bitte, irgendwie stehe ich drauf. Es ist so cool. Es ist so cool. Ja, das ist wirklich fast wie der Sound aus Jurassic Park, ne? Ja. Geht noch ein bisschen, also Jurassic Park ist auch noch krasser, aber die wollen ja noch was einfügen. So, aber das ist schon geil. Oh Mann, das ist übelst viel. So. Nee. Das Metall muss ich da mal noch ins Lager reinhauen. Vor allem nachts ist relativ lustig, wenn du dann im Dunkeln im Wald stehst und dann jemand vorbeikommt. Der nimmt dann ganz die Füße in die Hand, ganz automatisch. Aber will das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Cool. Er ist ja auch ganz schön laut, ne? So, ich zieh mal meine Sachen wieder an. Beam, kannst du mal kurz die Steinfoundation abbauen? Ich bin zu schwer, ich bin überladen, ich kann mich gar nicht bewegen. Das, die Steinfoundation einfach mal abreißen. Ich habe das schief gebaut. Jo. Ich müsste eigentlich, habe ich keine mehr? Sind im Lager noch welche drinne? Nein, da würde ich mal noch welche holen. Muss mal gucken, ich glaube bei Serxon, der hatte vielleicht noch was. Ja, Taldur, ich würde ihn mal ganz gerne kurz ausprobieren. Ich setze mich nur mal kurz drauf, wenn es okay ist. Oder wird er da böse? Ja, ja, tobe dich aus. Sucht mal Kalypso, die muss hier irgendwo rum. Der ist ganz schön. Ganz schön aggro. So, jetzt hier war der Punkt gewesen. Leute, ich bin das erste Mal auf einen T-Rex drauf. Wie cool ist das bitte?
Oh, Taldus war schon Level 62, ey. Das ist heftig. So, ich glaube Alt und linke Maustaste war das. Nee. String? Rechte Maustaste. Ach, rechte. Yeah. Wie cool ist das bitte? Und was kann dein Mammut so? Ein T-Rex killen. Das war eine gute Antwort hat gewesen. Hat jetzt heute schon einen. Ah, okay. Hat jetzt ja heute schon. Das ist so gut, Leute. Ich wollte es mal ganz kurz ausprobieren und euch zeigen. Wo ist denn Kalle? Such mal Kalle. Und jetzt helfen wir mal am Lutz weiter. So. Cool, cool, cool. Wir müssen die Steinmauer fertig bekommen, unbedingt. Wie gesagt, wir haben viele böse Feinde mittlerweile. Zumindest ein paar Tribes wollen uns tot sehen. Und da müssen wir was gegen machen. Wurde ja auch irgendwie schon erzählt, mir, dass mitten in der Nacht irgendwelche Leute das Tribe angegriffen haben. Und irgendwelche Bugs ausgenutzt haben, um in das Lager reinzukommen. Beziehungsweise in das Gehege rein. Nutz, wo bist denn du? Ich trinke währenddessen mal was, oder? Ne, ich mache meine Schläuche mal wieder voll. Das ist jetzt aber wirklich eine Quelle, die nicht mehr versiegt, weil es sehr, sehr angenehm ist. So. Ne, bumm. Und bumm. Lutsch. Keine Ahnung, wo der ist gerade. So, ich muss mal gucken jetzt, wo ist denn hier das Lager? Jo, hier. Zusammelte Rohstoffe, Stein, Holz, Flint, Keratin, Chitin, Metall, Öl. Das Lagerhaus bedient euch und schafft neue Ressourcen für das Team an. Gruß, Maulwurfen. Jupp. So, aber, ja nö, wir brauchen das jetzt ja für das Team, wir brauchen das ja jetzt für die Mauer. So gut, Leute. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar Foundations herstellen. Hier war Fiber gewesen, wo waren hier Tetch gewesen? Hier oben war Tetch drinne. Fiber. Hier ist gut drinne. Hier ist Tatch. So, machen wir 200. Dü. Und hier war wo drinne gewesen. Zwar nicht mehr allzu viel, aber damit können wir erstmal ein bisschen was machen. So, Craft Tables. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich mache erstmal so 8 Stück. Wir brauchen dann sowieso noch welche, weil wir ja das Hauptlager, die Hauptbasis erweitern wollen. Mit dem Serkzaun zusammen. 3 Stück, ne? Oh ey, das von der Eichen kostet so viel Holz, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe jetzt leider ansonsten kein Holz mehr gesehen hier in den Truhen. Ansonsten muss ich bei Serkzaun noch mal kurz reingehen. Wie gesagt, wir brauchen das jetzt sowieso. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Lutz gerade ist. Huh. Alter, aufpassen. Jetzt mich beinahe umgenäht. Oh, sorry. Kein Problem. So. Ich hoffe, das funktioniert hier. Das Problem ist nämlich, dass das hier so ein Stück nach unten geht. Hier ist es ja kein Problem. Hat er das schon zu Ende gebaut? Ja, wir haben irgendwie ein Problem. Was denn? Man kann keine Steinwände mehr auf Stone Foundation bauen. Seit dem Patch. Du meinst auf Wooden Foundation? Ich meine, ich kann die Steine. Nein, ich kann auf den Steinfans Foundation keine Steinwände mehr bauen. Warte, ich schmeiß dir mal die Steine hin, Steinwand hin, vielleicht kannst du das ja. Okay. Ah, das ist dann bestimmt ein Bug, oder? Jo, ich nehme es mal stark an, ich hab die hier hingelegt. Guck mal, ob du Steinwände auf die Foundations da drauf bauen kannst. Nee,
Stell dir mal vor, musst du das Riesentor von Hand aufmachen. Vor dem Patch hat's ja funktioniert. Jo, ich kann das nirgendwo draufbauen. Gar nicht. Nicht mal auf die Stormwall. Scheiße. Ich werfe dir erstmal wieder hin, hä? Yeah. Ja. Sonst müssen wir erstmal Holzwände bauen. Ich hab ein paar Wooden Foundation, ich baue mal hier auf der anderen Seite weiter, ne? Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da musst du mal gucken, dadurch, dass hier der Hügel so runter geht, würde ich vielleicht erstmal eine, wo ich jetzt stehe hier. Ja. Also damit damit man das Deck ansetzen kann. Genau, damit wir nicht, sonst hängt das nämlich in der Luft. Und dann immer so im Zickzack nach hinten arbeiten, weißt du? Und ich gehe mal Holzwände machen. So hier? Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Ja, genau. Und jetzt quasi will ich, glaube ich, hier nochmal einen hin tun. Ja, den geh weg. Und dann hier wieder. Und dann immer so im Zickzack nach hinten arbeiten. Okay, ich mach mal noch eins nach links. Weil wir brauchen ja für die Mammuts und so. Für die Mammuts brauchen wir ja Platz, weißt du? Wenn wir die ganzen großen Dinos und den Bronto und so alles da drin parken wollen, dann brauchen wir echt ein bisschen mehr Parkfläche. Hm. Ja gut, aber ich meine, könnt ihr mal drüber nachdenken, das hier ganz rüber zu ziehen, oder? Oder ist das dann blöd, weil das hier weiter nach unten geht? Na, dann würde ich das vielleicht eher so in die Richtung machen, wo hier hinten der Saxons Money steht. Also, ja. Ich würde es nicht machen, wo es hier so runter geht, weil dann hängt die nämlich aber die hier, wo ich jetzt stehe, weil hier geht es nicht mehr so sehr nach unten. Das ist relativ eben. Ungefähr da, wo ich jetzt aufgehört habe. Von hier. Genau, und dann so quasi hier lang straight drüber zum ne, bis hier hin ungefähr. Und dann, genau. Dann die Richtung. Genau, du da können wir hier auf die Ecke nochmal wie so einen Turm setzen. Weißt genau. Da? Ja. Aber da brauche ich noch mehr Holz. Ja, du siehst ja eigentlich ungefähr. Ja, du siehst ja ungefähr, wenn die Foundation, wenn das zu hoch wird, dann musst du halt nochmal einen Schritt nach hinten gehen. Jo. Okay, ich hol mal noch, ich mach mal noch ein paar Foundations. Jo, und ich fang schon mal Holzwände an. Alles klar. Und da habe ich schon wieder durch. So, bei Serxam war noch Holz gewesen. Oh, das ist unordentlich Holz. Sehr gut. So, so. Da brauchen wir jetzt aber wirklich noch einige. Ah, hier sind noch 8 Stück. Das sind noch die, die ich hergestellt habe vorhin. Cool. Also, hat der Lutz irgendwelche anderen rausgenommen vorhin? In der letzten Folge. Dann nehmen wir die jetzt erstmal. Vielleicht reicht das ja sogar schon aus, ich weiß es nicht. Hey, das Tor ist echt ziemlich groß. Da würde bestimmt auch ein Riese durchpassen. Ja. So. Kackadler hier wegräumen, da kommst du überhaupt nicht mehr durch. Ja. Ja, noch Foundations. Sonst muss ich nämlich hier die Adler mal zu Wurst verarbeiten. Lager ist noch, war noch welches. So. Wichtig ist ja, dass das eine Ebene ungefähr ist. Das sieht aber erstmal ganz gut aus. Hier kriegt man. Keine Stimme, Manu weg. Du kannst gleich schon rangehen dann. Jo, ich hab keine mehr. Wer viel schmaler bringt, springt's nix. Mach ruhig schon an den Abbau. Machen wir's weg. Ja, aber ich meine, hier könnte man doch irgendwelche Raptoren da noch reinhauen, wenn ich jetzt hier noch welche ransetze. Also kleinere Dinos. Ey, hat jemand mein Zeug zufällig? Mein Equipment? Die Rüstung? Ich leider nicht. Lichtet noch da hinten vielleicht? Macht nix.
gar nichts. Oh, da ist ja ein Krokodil. Moment. Das hab ich gar nicht gesehen. Ich war am Bergen mit meiner Lederausrüstung. Ja, ich schließe das jetzt erstmal hier ab. Wir probieren es mal.